Krenek ha sido la persona, el compositor que ha hecho. Krenek war derjenige, der mit Karl V. die erste Zwölftonoper der Musikgeschichte geschrieben hat. Und er hat selbst das Libretto verfasst. Das ist wichtig. Deshalb kann man nämlich sagen, dass diese Oper ein Gesamtkunstwerk ist. Und ich würde sogar sagen, ein globales Kunstwerk. Denn die Aussage des Textes, die Figuren und die Musik bilden zusammen eine Einheit. Die Musik forman todo uno, son todo uno. Die Rolle ist natürlich interessant, weil es ja, was ja alle kennen, also wir kennen ja Karl V. von Don Carlos. Das ist ja eigentlich, der Krenek schreibt ja auch selber, das ist ja keine Oper, das ist ein Bühnenwerk mit Musik. Ich denke, es ist ein Vorteil, dass man die ganze Geschichte schon, lass uns sagen, dass man das kennt. Und dass man weiß, was passiert ist. Und das ist eben diese Rückblicksituation, also wo er über sein Leben, also er beichtet ja sozusagen sein Leben an diese einen Mönch am Ende seines Lebens. Und das ist wie so ein Rückblick auf sein ganzes Leben. Und die Personen, worüber er erzählt haben, die werden plötzlich lebendig und sind dann da. Wir lassen das Stück in einem Delirium spielen, in einer Welt des Wahns. Das kann vor 500 Jahren sein, das kann aber auch heute sein. Es kann sogar auch eine Welt der Zukunft sein. Es ist ein kaleidoskopisches Ambiente, wo die Dinge sich vervielfältigen, wo sie riesig werden, wie in einem konvexen Spiegel oder winzig wie in einem konkaven. Vom Makro zum Mikro. Ich würde sagen, das ist keine sehr weite Zukunft. Es kann auch heute sein. Es war wohl damals auch die erste Oper, die so sich an ganz anderen Techniken auch so bedient hat, nämlich mit Film und Projektionen und solche Sachen. Am Ende des Mittelalters beginnt die Renaissance. Die Renaissance ist Licht, das Mittelalter dunkel. Wir werden auf der Bühne also ein Hell-Dunkel schaffen, Schwarz und Licht. Und das Licht soll das Licht von damals sein. Feuer, Kerzen, Laternen. Dieses Licht des 15. und 16. Jahrhunderts interessiert uns sehr. Und es soll sich in Spiegeln vervielfältigen, wie in einer kaleidoskopischen Welt. In estos espejos, que va a ser todo como un mundo kaleidoskopico. Die Welt muss vielfältig sein, nicht nur christlich, nicht nur muslimisch oder was auch immer. In den Unterschieden liegt der Reichtum. Und genau dessen wird sich Karl V. am Ende seines Lebens bewusst, dass es unmöglich ist, zu globalisieren mit nur einer einzigen Denkweise. Es ist eigentlich ein aktuelles Thema, finde ich, für heute, weil es wird so viel religiöse Kämpfe ausgekämpft überall und ich glaube, man könnte das von heutiger Sicht sehr spannend machen.